Guck mal, einer Toilette. Ich hab's mir hier voll schön gemacht. Ich hab mir hier so ein gemütliches Kuschelnestchen gebaut und dann habe ich die ganzen Spielsachen, die hier rumstehen, ausprobiert. Guck mal, eine Autogarage und Stifte und Malbuch. Und ich hatte noch ein paar Nüsschen. Das war richtig gut hier, Anna. Hier ist es jetzt richtig schön für mich. Aber hier ist gar kein Platz für den Kikodi. Ich wollte doch den Kindergottesdienst vorbereiten. Und jetzt ist hier alles voller Müll und durcheinander. Doch so geht das doch nicht. Wir sind doch im Gemeindehaus. Hier kannst du nicht einfach alles rumliegen lassen. Aber Anna, ich wohne doch jetzt hier im Gemeindehaus. Ich muss es doch auch schön haben hier. Du sollst nicht mit mir schimpfen. Ich will das hier schön haben. Und wenn ich das hier nicht schön haben darf, dann ist hier nicht mehr mein Zuhause. Dann gehe ich halt weg. Oh nein, entschuldige, Piet. Du darfst nicht beleidigt sein. So war das nicht gemeint. Ich bin ja nicht so böse wie der Pharao aus der Geschichte, die ich heute vorbereitet habe. Aber so geht das eigentlich nicht weiter. Wir können es dir schön machen, aber nicht hier. So, wir müssen jetzt erst aufräumen. Aber Anna, du hast eine Geschichte wieder mitgebracht. Ja, natürlich. Eine ganz spannende. Anna, wenn wir schnell zusammen aufräumen, ne, kann ich dann auch die Geschichte hören? Na klar, das darfst du. Lass uns das doch einfach zusammen machen. Okay, komm schnell. Das hier, das ist die Wüste. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort. Niemand geht gerne in die Wüste. Am Tag ist es dort so heiß, dass man beinahe verbrennt und dass man sich gut anziehen muss. Und in der Nacht wird es sehr, sehr kalt. Es gibt Sandstürme, die das Gesicht der Wüste verändern. Der Sand weht einem ins Gesicht und sticht einen. Und wenn der Sturm vorbei ist, sieht die Wüste ganz anders aus als vorher. Niemand geht freiwillig in die Wüste. Es sei denn, man muss wirklich unbedingt. Und wenn, dann muss man sich gut vorbereiten auf diese Reise. Am Rand der Wüste liegt das Land Ägypten. Und in diesem Land lebte das Volk Israels. Es war dort festgesetzt worden vom Pharao. Der zwang es zu schwierigen Arbeiten. Tag für Tag mussten sie harte Arbeiten für ihn verrichten. Sie durften nur machen, was er ihnen erlaubte. Sie durften nur schlafen, wenn er es erlaubte. Sie mussten arbeiten, wenn er es sagte. Sie durften nur essen und trinken, wenn er ihnen eine Pause erlaubte und das nehmen, was er ihnen gab. Das Volk war unzufrieden. Es mochte dort nicht sein. Und Gott sah, dass es dem Volk nicht gut ging. Darum schickte er Mose los. Er sagte zu Mose, geh zum Pharao und sag ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Und Mose musste seinen ganzen Mut zusammennehmen, aber er kannte den Pharao gut. Er war am Hof aufgewachsen, damals, nachdem er im Weidenkörbchen gefunden worden war. Und so ging er zu seinem Stiefbruder und sagte ihm, Pharao, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao sagte, nein. Und Mose ging ganz betrübt zurück. Aber er sollte doch zum Pharao gehen und ihm das sagen. Das hatte er sich irgendwie leichter vorgestellt. Und Gott half Mose aber weiterhin. Er sollte wieder und wieder zum Pharao gehen. Und Gott schickte Zeichen, die zeigen sollten, dass Gott das Volk unterstützte. Und dass er auch wollte, dass sie gingen. Und so passierten im ganzen Land Ägypten wundersame und seltsame Dinge. Und immer wieder, wenn was passiert war, ging Mose danach zum Pharao und sagte, Pharao, jetzt lass mein Volk gehen. Und immer wieder sagte der Pharao, nein. Und dann passierte eine ganz schlimme Sache. Ein Zeichen war, dass in jeder Familie
das älteste Kind sterben sollte. Nur nicht beim Volk Israels, denn die hatten vorher die Anweisung bekommen, an ihre Haustüren ein Zeichen zu machen. Aber in jeder anderen Familie von Ägypten starb ein Kind, auch in der Familie vom Pharao. Und als Mose danach wieder zu ihm ging und ihm sagte, Pharao, lass mein Volk gehen, da sagte der Pharao, ach komm, geht. Und Mose ging schnell zurück zum Volk, er konnte es gar nicht glauben. Und er erzählte ihnen, los, der Pharao hat gesagt, wir können gehen. Und das Volk packte hastig ganz alle ihre Sachen zusammen. Die konnten es auch gar nicht glauben, weil der Pharao doch jetzt schon so oft Nein gesagt hatte. Und sie nahmen schnell all ihre Sachen und nahmen sich nicht mal mehr die Zeit, irgendwie groß was vorzubereiten, sondern gingen einfach los, aus Angst, dass der Pharao sich das wieder anders überlegen würde. Und sie gingen los in die Wüste. Egal, wir laufen jetzt los in die Freiheit. Und sie liefen und liefen und sie waren ziemlich schnell unterwegs, weil sie auch Angst hatten, dass der Pharao sich das anders überlegt. Und es war tatsächlich gar nicht so lange, da hörten sie hinter sich Hufgetrappel. Tatsächlich, der Pharao hatte es sich anders überlegt. Er hat seine Soldaten auf Pferden und mit Streitwagen hinter dem Volk hergeschickt. Und sie rannten vor ihm weg. Und dann, oh nein, sie kamen an eine Stelle vor das Schilfmeer. Oh, was sollte denn jetzt passieren? Das Schilfmeer, hinter sich die Soldaten des Pharao und nach vorne kein Weg, wohin es gehen konnte. Wasser, tief, breit. Man konnte nicht hinübergehen. Das Volk war ganz ratlos. Mose, ihr Anführer, war ganz ratlos und deswegen suchte er Hilfe bei Gott. Und Gott kam Mose so nah und Mose kam Gott so nah, dass er auf einmal doch wusste, was er machen musste. Er schlug seinen Wanderstab auf den Boden und auf einmal teilte sich das Meer. Und dazwischen trockenes Land. Ein Weg, den das Volk gehen konnte. Und sie liefen los. Die einen konnten es gar nicht fassen. Sie rannten so schnell sie konnten durch das Meer durch. Dann gab es welche, die waren eher vorsichtig. Wasser, das sich teilt, das wollten die sich erstmal ganz vorsichtig angucken. Und sie gingen langsam und bedächtig, aber auch sie wollten auf die andere Seite. Dann gab es welche, die sich nur trauten, wenn jemand mit ihnen ging. Sie gingen Hand in Hand durch das Meer. Und so gingen nach und nach alle durch das trockene Meer. Und als auch Mose durch war, schloss sich das Meer wieder vor den Soldaten des Pharao. Endlich, endlich waren sie in Freiheit. Sie waren weggelaufen vor dem Pharao und jetzt konnten sie hingehen, wohin sie wollten. Sie waren frei. Und Miriam, die Schwester von Mose, die freute sich so sehr, dass sie anfing zu singen und zu tanzen. Und sie lobte Gott, der ihnen die Freiheit geschenkt hatte. Und wohin das Volk dann geht und wie die Geschichte mit dem Volk weitergeht, das hört ihr in der nächsten Woche. Boah, Anna, der Pharao, der war aber wirklich gemein. Der hat das Volk so schwer arbeiten lassen. Und als die nicht mehr glücklich waren, wollte der die überhaupt nicht weggehen lassen. Oh, nee, so gemein wie der Pharao bist du lange nicht, Anna. Aber Pete, ich möchte dich auch nicht weggehen lassen. Ich mag dich ja auch eigentlich. Und so wie Gott einen Weg für das Volk gefunden hat und es irgendwann in Freiheit war, so finden wir doch auch einen Weg, oder? Das wäre total schön, Anna. Wie machen wir das denn? Also, dieser Raum ist ja ziemlich groß. Und guck mal, da hinten sind Sofas. Wie wär's, wenn du dich auf dem Sofa ein bisschen einrichtest und da kannst du dein Nest bauen? Da ist es auch gemütlich und wenn dann der Kindergottesdienst ist, kann ich hier den ganzen Gottesdienst vorbereiten und hier ist genug Platz. Aber den Müll von deinen Erdnüssen musst du auch gut wegwerfen immer, ne?
Ja, na, ich will ja auch gar nicht weggehen und ich kann auch wohl wieder aufräumen, wenn ich das gemacht habe. Anna, das finde ich gut, dass wir jetzt auch einen Weg finden und dass ich ein schönes Nest finde. Und Anna, die haben am Ende, als die in Freiheit waren, da hat die Miriam sogar getanzt vor Freude. Wollen wir auch tanzen? So mit Hüpfen, Hopsen, Springen, weil wir jetzt auch einen guten Weg gefunden haben? Sehr gute Idee. Lass uns das machen. Mhm. Manchmal, wenn ich traurig bin, ergibt das alles keinen Sinn. Wie krieg ich das wieder hin, dass ich wieder fröhlich bin? Doch dann, ja dann, fällt's mir ein. Eins, zwei, drei, dann will ich hüpfen, hopsen, springen und dabei noch Lieder singen. Denn das Singen macht mich froh und das Springen sowieso. Dann will ich hüpfen, hopsen, springen und dabei noch Lieder singen. Denn das Singen macht mich froh und das Springen sowieso. Ängstlich. Manchmal, wenn ich ängstlich bin, ergibt das alles keinen Sinn. Wie krieg ich das wieder hin, dass ich wieder mutig bin? Doch dann, ja dann, fällt's mir ein. Eins, zwei, drei, dann will ich hüpfen, wachsen, springen und dabei noch Lieder singen. Denn das Singen macht mich froh und das Springen sowieso. Dann will ich hüpfen, hopsen, springen und dabei noch Lieder singen. Denn das Singen macht mich froh und das Springen sowieso. Müde. Manchmal, wenn ich müde bin, ergibt das alles keinen Sinn. Wie krieg ich das wieder hin, dass ich wieder lustig bin? Doch dann, ja dann, fällt's mir ein. Eins, zwei, drei, dann will ich hüpfen, hopsen, springen und dabei noch Lieder singen. Denn das Singen macht mich froh und das Springen sowieso. Dann will ich hüpfen, hopsen, springen und dabei noch Lieder singen. Denn das Singen macht mich froh und das Springen sowieso. Und alle will ich hüpfen, hopsen, springen und dabei noch Lieder singen. Denn das Singen macht mich froh und das Springen sowieso. Dann will ich hüpfen, hopsen, springen und dabei noch Lieder singen. Das Singen macht mich froh und das Springen sowieso. Oh, Anna, jetzt bin ich aber ganz schön außer Atem vom Hüpfen und Hopsen und Springen. Oh, jetzt möchte ich mein neues Nestchen ausprobieren und mich da richtig schön einkuscheln und ein paar Erdnüsschen knabbern. Anna, kannst du die Sachen vom Kigo selber aufräumen? Ja, Piet, das mache ich. Kein Problem. Du kannst dich gerne einkuscheln. Aber vorher bitten wir noch um den Segen, okay? Mhm. Steht mit uns dazu auf, dann bitten wir um den Segen. Mit Bewegung. Du sprichst wieder hinterher, ja? Na klar. Gott segne uns. Gott segne uns. Er halte seine Hände über uns. Er halte seine Flügel über uns. Und gehe mit uns. Und fliege mit uns. Er halte seine Hände um uns herum. Er halte seine Flügel um uns herum. Und beschütze uns. Und beschütze uns. Bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen. Amen. Amen. Tschüss. Tschüss. Geh jetzt ins Nestchen.